Clemens Furtschiller vom Landesfeuerwehrverband. Bei Hochwasser ist auch Selbstvorsorge wichtig. Auf was muss ich da achten und was brauche ich? Ja, das erste Mal, was das Wesentliche ist, einmal sich den Risiken bewusst sein. Das kann man, glaube ich, auch immer vor Ort zu Hause abschätzen. Welche Gefährdungen habe ich bei meinem Eigenheim? Ist vielleicht die Garage, wo Wasser eindringen könnte, oder ist vielleicht ein Kellerfenster? Ich glaube, das kann man ganz gut abschätzen, und sonst kann man sich ja sozusagen fachgerechte Unterstützung holen. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre ja, sich quasi auch Tipps holen, was man quasi wirklich dann machen könnte. Aber es gibt auch ganz viele einfache Maßnahmen, die man setzen kann. Ein paar Sandsäcke beispielsweise halten recht viel Wasser ab, oder Wirtschaftsgarnitur, die vielleicht auch da das Wasser abhält, in die Garage oder in den Keller reinzurinnen. Kann man auch verschiedenstes Material nehmen, Ziegel, Dichtungsfolie beispielsweise, aber auch so Baustipfel, um das einfach dann den Rückstau quasi abzuhalten. Also es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Ich glaube, da ist die Message einfach, man muss schauen, was zu Hause ist, und das setzt man einfach ein. Und man soll sich nicht zu sehr auf die Feuerwehren verlassen. Die haben erfahrungsgemäß ganz viele Einsatzstellen in solchen Bereichen und sind um jede Unterstützung auf jeden Fall dankbar. Wenn es um Sandsäcke geht, braucht man natürlich viel Material, dass man doch 2 bis 3 Meter Breite sozusagen bekommt. Dann braucht man schon 40, 50 Sandsäcke, die muss man natürlich vorbereiten, gut lagern, wenn möglich trocken lagern und auch nicht in der Sonne lagern, dass die auch möglichst lange halten, dass sie eben im Einsatzfall sozusagen da sind. Und man kann auch zum Beispiel eine Kunststofffolie herum wickeln, dass das Ganze ein bisschen dichter wird beispielsweise. Was tue ich zum Beispiel, wenn es nun Wasser aus dem Kanal kommt? Man sieht es hier, da kommt das Wasser, strömt heraus. Wenn man Sandsäcke hat, drauflegen, die sind aber nicht ganz so sozusagen so wirkungsvoll. Man muss halt schauen, habe ich Bauziegel heim, eine Waschbetonplatte, irgendwas, auf jeden Fall muss ich Gewicht draufbringen, dann schafft man es, dass man das Wasser so zum Stoppen bringt beispielsweise. Wenn nun das Wasser von außen zu Wohnungstüren dringt, zu Garagentoren dringt, wie setze ich da die Garnituren und Sandsäcke richtig ein? Ja, eigentlich ganz einfach, die Beine aufmachen, dass man ein bisschen sozusagen gegenlässt, dass es halt gerade steht, einklemmen bei den Türstöcken sozusagen, dann mit ein paar Sandsäcke abdichten, und dann sollte das Gröbste eigentlich an Wasser draußen bleiben. Natürlich kann man auch hier wieder Kunststofffolie außen rumlegen, aber da haben wir alle Möglichkeiten, die der Keller hergibt, kann man eigentlich dort verwenden. Aber das wäre schon mal sozusagen die Hauptmöglichkeit, um schnell Wasser abzuhalten, dass es reinrennt. Bei uns ist nur wichtig, dass man sich auch informiert, dass man auch Warnungen annimmt, auf die Wetterwarnungen schaut, und da kann man, glaube ich, schon ein Gefühl bekommen, passiert bei mir zu Hause oder passiert es nicht, und einfach die Feuerwehren unterstützen, da werden wir den potenziell Betroffenen sehr, sehr dankbar.